Wir dürfen jetzt zur Verliererparty ins Clubhaus. Eine Verliererparty? Das ist Tradition. Wer es nicht ins Finale schafft, darf zu der Verliererparty gehen. Aber du bist ja jetzt eine große Gewinnerin. Du gehörst schnell ins Bett, damit du morgen auch ausgeruht bist. Das nenne ich Glück. Was? Was? Habe ich was gesagt? Ich weiß nicht mehr, was los ist. Zuerst war ich ein Totalausfall, den alle mochten. Und jetzt bin ich eine, die andere rücksichtslos von den Wellen abdrängt. Du hast nichts falsch gemacht. Sonst hätten dich die Punktrichter doch disqualifiziert. Und weißt du was? Ich habe mich richtig gefreut, dass ich gewonnen habe. Und dass ich Beck geschlagen habe. Na und? Denkst du, Beck hätte geheult, wenn sie dich geschlagen hätte? Aber so will ich doch gar nicht sein. Wie? Wer? Wie jemand, der glaubt, dass Siegen alles ist. Fly, du willst diesen Contest gewinnen. Das heißt doch nicht gleich, dass du zu einem Kameradenschwein geworden bist. Aber wenn's mich meine Freunde kostet. Hör mal, du hast denen heute gezeigt, dass du eine echte Konkurrentin sein kannst. Das sind sie nicht gewöhnt. Plötzlich muss die süße kleine Fly ernst genommen werden. Vergessen? Ich wollte ja nur sagen, dass es mir leid tut, wie das mit uns gelaufen ist. Du gibst also zu, dass du schuld bist. Nein, ich find's nur schade, dass es für dich aus ist. Ich will, dass wir Freunde bleiben. Also, wenn du dich nicht entschuldigen willst, Fly, was suchst du denn hier eigentlich? Hör auf, Beck, du bist total ungerecht. Sie hat dich ganz fair geschlagen. Ich weiß nicht, wieso du dich so anstellst, oder hast du noch nie jemanden aus einer Welle gedrängt? Nur wenn sich einer in den Weg gestellt hat. Ja, und du hast dich Fly in den Weg gestellt. Wisst ihr was? Das ist das Letzte, was ich jetzt brauche, klar? Das darf dich nicht kratzen. Wollen wir tanzen? Hier? Jetzt? Komm schon. Wir müssen los. Jetzt sei doch kein Spielverderber. Du stehst im Finale morgen. Schon vergessen? Na endlich. Madame erhebt sich. Simmo, ich werde nicht antreten können. Ehrlich, ich fühle mich hundeelend. Oh, du wirst antreten, Fly. Und du zeigst alles, was du drauf hast. Mir geht's echt total schlecht. Dann geh eher schlafen und tanz nicht die ganze Nacht in der Gegend rum. Woher weißt du? Ich hab doch Augen im Kopf. Klar? Klar. Fly, du hast zwei Möglichkeiten. Entweder du packst sofort und fährst auf deine Schaffarm zurück, oder du gehst da raus und surfst um dein Leben. Überleg's dir. Ich kann kaum gerade ausgucken, so müde bin ich. Und in meinem Magen schwimmen große grüne Käfer herum. Tja, wessen Schuld mag das wohl sein? Ich weiß, jetzt fang bloß nicht auch noch an. Naja, also wenn ich das richtig sehe, dann musst du diese Hardy-Zicke schlagen, wenn du gewinnen willst. Ich werde nicht gewinnen, Heath. Und willst du wissen, wieso? Ich bin kein Siegertyp. Mir fehlt der Killerinstinkt. Das weiß ich. Deswegen haben Matt und ich einen Plan für dich. Also, dieses Handtuch ist die Hauptzone, klar? Hier ist die Hardy-Tussi und da bist du. Das Ziel des Plans ist, sie zu verunsichern. So, anstatt in der Startzone zu warten, paddelst du wie wild auf eine Seite. Sie soll denken, dass du einen besseren Startplatz kennst. Ich soll sie möglichst total verwirren. Genau. Und sobald sie angepaddelt kommt, um zu sehen, was da abgeht, haust du ab. Nur eine Frage. Was? Was ist, wenn sie mir nicht dahin folgt? Dann wirst du wahrscheinlich verlieren. Na toll. Kommt jetzt. Wir müssen los. Meine Güte. Hier ist was los. Yep. Fiona Watson, Corin Hardy, Emily Cameron, Allie Hanville, bitte zum Start. Wir sollten ihr Glück wünschen. Finde ich auch. Beck? Komm schon, Beck. So langsam übertreibst du es aber.
Alles klar, Fly? Jetzt zeig mal, was du kannst. Ich tue mein Bestes. Mehr will ich ja nicht. Du machst das schon. Wir feuern dich an. Auf jeden Fall übertönen wir hier alle. Versprochen. Danke, das ist nett. Du bist der Champ. Los, ja! Zeig's ihnen. Los, Fly! Ja, Ich kann dir nur eins sagen, komm mir nicht zu nah, klar? Das habe ich sowieso nicht vor. Klar? Gut, dann hätten wir das ja geklärt. Ich habe die Brandung beobachtet. Die Wellen kommen als Dreierpack und die letzte ist meistens die größte. Danke. Ich glaube, du kannst sie schlagen. Glaubst du wirklich? Ich weiß es. Na dann. Viel Glück, Fly. Zeig's ihr. Fiona Watson, 5. Die Melaga ist super. Corin Hardy, 6. Das Ziel des Plans ist, sie zu verunsichern. Wenn du den Punkt verteidigst, dann ist es deiner. Verstehst du? Sie soll denken, dass du einen besseren Startplatz kennst. Was ist, wenn sie mir nicht dahin folgt? Was ist jetzt los? Sie hält sich nicht an unseren Plan. Ich weiß auch nicht. Ich will gewinnen. Warum? Weil ich weiß, dass ich's kann. Du musst deinen inneren Schweinehund überwinden. Schon, Hardy. Schnapp den Köder. Jungs, was macht Fly da? Ich weiß nicht. Könnte eine Taktik sein. Wessen Taktik? Keine Ahnung. Yeah! Wenn das nicht hinhaut, könnt ihr beide einpacken. Auf Platz 1 mit der Gesamtpunktzahl von 27,5, Fiona Watson. Yeah. Glückwunsch, Fiona. Komm hier rauf, dann bekommst du den Pokal. Geh schon, Fly. Gratuliere. Zuerst möchte ich mich bei Solar Blue bedanken, bei meinem Trainer Simo, bei meinen Freunden von der Academy und bei Heath, weil er immer auf mich aufpasst. Ja. Großartig. Na, Fiona, noch keine 16 und schon ein Regionalsieg. Wie fühlst du dich? Super. So, Simo, alles verstaut. Sehr gut. Wann fahren wir eigentlich ab? Das hängt davon ab, wie lange wir Edge noch graben lassen nach dieser Taschenlampe. Na, was meinst du, Perry? Geben wir ihm noch ein halbes Stündchen. Alles klar. Ja.